Jeden Sonntag seid ihr heute Morgen hierher gekommen mit verschiedenen Motiven. Der eine, weil er immer kommt, der eine, weil er gerne ganz religiös unter das Wort Gottes kommen möchte, einer, weil er sich freut auf die Gemeinschaft jetzt und insbesondere nach dem Gottesdienst, manch einer freut sich vielleicht auf den Kaffee im Teebis nachher und fragt sich, wird das Teebis nachher offen sein oder nicht? Ich weiß es nicht. Ganz unterschiedliche Gründe hat es. Manch einer ist niedergeschlagen, sucht Trost. Manch einer ist planlos, sucht Orientierung. Manch einer ist noch nicht mal hier richtig hergekommen, sondern hat nur geklickt, um jetzt hier teilzunehmen. Auch euch, die ihr im Livestream dabei seid, auch von mir noch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Manch einer denkt vielleicht, eigentlich wollte ich gar nicht so richtig hier sein. Am liebsten würde ich jetzt in der Hängematte liegen, am Strand, eine sanfte Brise und die Sonne genießen. Was wir aber festhalten können, ist, wir Menschen machen uns oft irgendwohin auf den Weg, um etwas zu finden. Und ich kann euch heute Morgen schon mal sagen, ihr, die ihr hier seid, wenn ihr euch die Frage stellt, bin ich heute Morgen hier überhaupt richtig, kann ich sagen, nein, seid ihr nicht. Ihr seid hier nicht am richtigen Platz. Jetzt denkt ihr, warum? Und ich kann euch das auch beweisen. Ich nehme jetzt mal kurz diesen Stuhl. Na? Dass du überhaupt deine Tasche da drauf gelegt hast, das finde ich schon ziemlich schwierig. Denn ihr sitzt alle auf einem Stuhl, der nicht euer Stuhl ist. Ihr könnt es vielleicht nicht richtig lesen, für manche ist es zu klein, zu weit weg. Ihr dürft nachher gern unter euren eigenen Stuhl drunter schauen. Hier steht mein Name. Ihr sitzt quasi alle auf meinem Stuhl. Brunner. Das heißt, ihr seid eigentlich heute alle nicht am richtigen Platz. Okay. Die, die jetzt im Livestream zugeschaltet haben, die können sich jetzt natürlich entspannt zurücklehnen, für die gilt es nicht. Aber ich möchte euch gerne mal wieder hier sehen, ne, auf welchen Platz ihr euch dann setzt. Wir schlagen mal auf, gemeinsam, Amos 5. Amos 5, und wir lesen gar nicht viel heute, wir lesen ab Vers 4. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt, und sucht nicht Bethel auf, und geht nicht nach Gilgal, und geht auch nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen, und Bethel wird zum Unheil werden, sucht den Herrn und lebt. Bis dahin. Ich möchte euch mitnehmen in die Situation, die damals im Volk Israel vorgeherrscht hat und mit euch einen kurzen Blick auf die Städte Gilgal und Bethel werfen. Gilgal war zum damaligen Zeitpunkt ein ganz bekanntes Kultzentrum. Kein Kulturzentrum, sondern ein Kultzentrum der jüdischen Religion. Und wir lesen an vielen Stellen in der Bibel von Gilgal, zum Beispiel lesen wir, dass Samuel den Saul in Gilgal zum ersten König gesalbt hat. Gilgal war auch der Ort, wo Saul, als es ein bisschen schwierig wurde, unerlaubterweise geopfert hat, wo er die Zeit nicht erwarten konnte, sondern dann einen Fehler begangen hat, der dazu geführt hat, dass Gott ihn verworfen hat. Das war in Gilgal. Wir lesen auch im Buch Richter, dass in Gilgal Götterbilder aufgestellt wurden. Also Gilgal war ein sehr religiöser Ort und von großer Bedeutung. Zum Haus Bethel oder zum Bethel, zum Ort Bethel lesen wir, Bethel heißt Haus Gottes. Und in Bethel, das war die Stelle, wo Jakob seine erste Begegnung mit Gott hatte, im Traum. Und als er aufgewacht ist, hat er gesagt, Herr, hier wohnt Gott, hier ist das Haus Gottes. Und tatsächlich hat Gott das dann auch später
also wieder Kontakt mit Jakob aufgenommen hat, auch bestätigt hat, gesagt, hey, ich bin der, der in Bethel wohnt. Also auch Bethel als wichtige religiöse Kultstätte in der damaligen Zeit. Die Söhne der Propheten wohnten in Bethel. Das zieht sich über viele, viele hundert Jahre hindurch, war das ein wichtiger Ort. Und wie so oft in Bethel hat der König Jerobeam ein goldenes Kalb aufgestellt. Also wir sehen, das waren ganz wichtige Städte in der jüdischen Kultur, in der jüdischen Religion. Die wurden natürlich auch immer wieder missbraucht, Götzenbilder, goldene Kälber und so weiter. Aber ich sage mal, das kennen wir ja heute auch von so vielem. Ich sage mal, alles Positive in den falschen Händen wird es auch verkehrt zu was Negativem. Gott hat es auch bestätigt, dass er da wohnt, dass er da zu finden ist. Und jetzt schauen wir mal, was die Leute gemacht haben zur Zeit vom Propheten Amos. Die sind, so lesen wir das hier nämlich, ganz fleißig an diese Städte gegangen. Ganz fleißig nach Bethel, nach Gilgal, Beersheba war auch noch so ein Ort. Und was haben sie dort gemacht? Sie haben da was gesucht. Genauso wie ihr auch, ihr kommt hierher, irgendwas habt ihr ja gesucht. Ne? Also sonst wärt ihr ja nicht hierher gekommen. Die Menschen haben sich aufgemacht, sind losgezogen und haben gesucht, haben die Nähe Gottes gesucht, haben Trost gesucht, haben Heilung gesucht, haben Gemeinschaft gesucht, Kaffee gesucht. Wir wissen es nicht. Ne? Und was sagt Gott dazu? Gott sagt, tu es nicht. Sagt, geh da nicht hin, aber suche mich und lebe. Gott sagt zu den Menschen, suche mich und lebe, aber nicht dort und auch nicht da und auch nicht hier. Nicht hier in der Gemeinde, nicht auf der Gemeindefreizeit, nicht im Urwald, nicht auf dem Schiff, nicht auf dem Jakobsweg. Wir haben so viele Möglichkeiten, auf die Suche zu gehen und Gott sagt, tu es nicht. Suche mich und lebe. Was meint er damit? Ich glaube, da steckt viel drin, dass wir Menschen heute noch sehr viel mehr als damals auf der Suche nach Erlebnissen sind. Wir wollen was erleben. Wir wollen es spüren, wir wollen Gott spüren, wir wollen Erfahrungen mit ihm sammeln. Und ich glaube, das war damals nicht viel anders wie heute. Heute haben wir noch 2, 3 Möglichkeiten mehr als nur Bethel und Gilgal und Beersheba. Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wo wir hingehen sollen, quasi orientierungslos. Aber das Schöne ist, wenn wir den Bibelvers von heute auf uns heute anwenden. Gott sagt, tu es nicht. Du brauchst gar nicht nach Gilgal gehen. Du brauchst gar nicht nach Bethel gehen. Du brauchst auch nicht hier in die Gemeinde gehen, um mich zu finden. Du musst mich nur suchen. In Lukas 17, da wird Jesus mal gefragt, wie ist denn das jetzt mit dem Reich Gottes? Wo ist das? Wie ist das? Und Jesus hat eine ganz klare Antwort und sagt, hey, hört mir zu, das Reich Gottes, das kommt nicht so, dass man es sieht. Man sagt auch nicht, guck mal da oder da in Gilgal oder in der Gemeinde. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und Jesus präzisiert es später auch nochmal. Das sagt er ganz explizit im letzten Vers im Matthäus-Evangelium. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist auch ein Zuspruch, den man sonst nirgends hat. Wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus nicht irgendwo suchen. Jesus lässt sich überall finden. Er ist in deiner Mitte. Ob du bei der Arbeit bist, ob du auf der Toilette sitzt, ob du auf dem Arbeitsweg bist, ob du in der Familie bist, ob du gerade einen Streit hast, ob du dich gerade freust und was Schönes tust. Gott lässt sich finden, an jedem Ort. Er kennt dich, er sieht dich und möchte, dass du dich auf die Suche nach ihm begibst. Das heißt, die Aussage von vorhin, ihr seid hier falsch, ist nicht ganz richtig. Ihr seid hier auch richtig, aber ihr seid auch an allen anderen Stellen richtig, wenn ihr Gott nur sucht. Er lässt sich von euch finden. Amen.